Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, sorry, dass jetzt wieder länger nichts kam, aber ja, was soll ich sagen? Ich war Kippen holen und mein Goldfisch ist gestorben. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es hat natürlich wieder ein bisschen gedauert, bis ich so ein bisschen Motivation gefunden habe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht gerade, aber es ist einfach im Moment so, wenn man zu viel Zeit hat, dann macht man erst recht nichts, ist erst recht nicht produktiv und naja, ich habe also wieder ein bisschen gebraucht, habe ein bisschen geguckt und ich mache ja auch nur dann Videos zu gewissen Themen, wenn mein Puls dabei wirklich höher schlägt. Und es war mal wieder soweit, als ich das neueste Machwerk der Bento gesehen habe. Zu denen habe ich ja schon einmal ein Video gemacht. Die haben eine Reihe ja am Laufen, die nach den Rechten sehen heißt. Und das ist jetzt also die letzte Folge dieser Reihe. Und das ist die Folge Nummer 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar die Sprache der neuen Rechten, bis wir mit dem Knüppel da rausrennen. Ja, deswegen auch der leicht als Parodie angehauchte Titel meines Videos. Gut, wir werden uns jetzt kurz nochmal die Beschreibung durchlesen und dann brauche ich gar nicht allzu viel zu sagen. Wir können quasi direkt reinschauen. Ja, tausende von Worten begegnen uns täglich. Sie können den Tag retten, ihn vermiesen, Beziehungen beenden und Beziehungen besiegeln. Und Worte können zu Taten werden. Ja, deswegen muss man natürlich die Sprache im Vornherein einschränken, liebe Leute. Wir müssen den Leuten vorher einen Maulkorb anlegen, damit sie nachher nicht irgendwelche bösen Dinge tun. Das Thema Sprache kam in der Videoreihe nach den Rechten sehen immer wieder vor. In der ersten Folge sagte uns Gesprächspartnerin Amina, 25, Studentin der Erziehungswissenschaften aus Frankfurt, es kommt nicht von irgendwoher, dass der Typ mich Kopftuchschlampe genannt hat, sondern er hat das irgendwo gelernt. Klar. Ich biete in Zukunft übrigens dann auch Sprachkurse für Hasssagen und rechte Hetze an. Also wer sich da anmelden möchte, kann dann gerne mal mit mir persönlich Kontakt aufnehmen. Die Sprache der neuen Rechten schafft vor allem zwei Dinge. Zum einen wird mit gezielten Tabubrüchen der Diskurs und der sprachliche Handlungsrahmen nach rechts verschoben. Das geschieht nicht zuletzt durch die AfD im Bundestag. Durch deinen Feind! Zum anderen werden ganz alltäglich klingende Begriffe so aufgeladen, dass sie einen ausschließenden und rassistischen Charakter bekommen. Heimat, Kultur, das kann für den einen ein ganz persönliches Gemeinschaftsgefühl sein, für den anderen kann es schlicht bedeuten, Ausländer raus. Mein Gott, wie soll ich denn im Laufe des Videos ernst bleiben, wenn das so plump wieder angefasst wird, das Thema? Scheiße, okay, wird auf jeden Fall lustig heute. Wie gelingen diese Taktiken und welche Auswirkungen hat rechte Sprache? Darüber haben wir mit dem Musiker, Produzenten und Buchautoren David Mayonga und mit dem Sprachwissenschaftler Toke Hoffmeister gesprochen. Was die beiden dazu sagen, seht ihr oben im Video. Wir haben uns dazu entschieden, die Kommentarfunktion unter diesem Video auszuschalten. Für Feedback, Fragen oder Kritik schreibt uns eine Mail an halt die Fresse, es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr von meinem Content denkt.de. Ja, super, großartig. Diese Taktik kenne ich ja schon vom Ordenbandit. Also von wegen, ja, schalt mir die Kommentare raus und schreibt mir stattdessen irgendeine dumme Scheiße per Mail, die ich sowieso nicht lesen werde. Aber gut, egal, also falls ihr Bock habt, könnt ihr ja da gerne auch mal eure Kritik dann da entsprechend per Mail verschicken. Wir werden uns das Ganze jetzt angucken. Das Video geht 8 Minuten 21 Sekunden und ja, natürlich auch hier die Bewertung kann man wieder nicht sehen. Was wundert es mich? Natürlich wundert es mich gar nicht. Wir gucken uns das jetzt also an und ich werde in gewohnter Manier meinen Senf dazu abgeben. Mal sehen, ob ich jetzt... Ich gucke das jetzt zum dritten Mal, möchte ich sagen. Ja, also beim ersten Mal habe ich einen Lachkrampf gehabt. Beim zweiten Mal habe ich rumgeraged und beim dritten Mal bin ich jetzt gespannt, wie sachlich oder unsachlich ich das Ganze hier hinkriegen werde. In diesem Sinne legen wir jetzt einfach los. Auf geht's. Film ab! Ein selbsterklärtes Ziel neuer rechter Strömungen ist es, den Rahmen des Sagbaren nach rechts zu verschieben. Dies gelingt durch die Umdeutung von Alltagssprache, aber auch durch gezielte sprachliche Tabubrüche. Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Nordafrikanische Domplattentänzer. Islamisierungspropaganda für Kinder. Statt Ausweisung also jetzt Papa-Gefährder, Mama-Gefährder und die Gefährder-Bambini. Konsequenzen bleiben für die Sprecherinnen und Sprecher nach solchen Tabubrüchen oft aus. Aber haben sie dennoch Folgen? Ja, absolut schreckliche Folgen haben solche völlig aus dem Zusammenhang geschnittenen Bundestagsreden natürlich. Da kommen Begriffe vor, bei denen sich die Leute von Bento ganz, ganz, ganz schlecht fühlen und die sie so in ihren Gefühlchen verletzen. Ja, schrecklich. Also finde ich natürlich auch, geht überhaupt nicht klar, diesen Gedanken und Hassverbrechern muss natürlich das Handwerk gelegt werden und ich glaube, als angemessene Bestrafung könnte doch die operative Entfernung der Zunge mit einem rostigen Messer hinhalten. Ich meine, bitte, für den entsprechenden bösen Rechten ist doch keine Strafe zu hart. So, nachdem ich jetzt mal kurz den Demagogenmodus wieder ausgeschaltet habe, können wir uns vielleicht dem Ganzen nochmal mit ein bisschen mehr Distanz nähern. Also, was habt ihr hier gemacht?
Ihr habt ein paar Reden genommen, habt die wieder mal völlig ohne jeden Kontext auseinandergeschnibbelt und präsentiert uns ein paar aus eurer Sicht bösen Pfui-Pfui-Wörter. Was wäre das zum Beispiel? Kopftuchmädchen und Messermänner. Naja, wie soll ich jetzt jemanden nennen, der andere mit einem Messer absticht? Man könnte auch sagen Messerattentäter oder man könnte sagen Messerstecher. Ich weiß nicht, ob euch das besser gehen würde, wenn jemand sagt alimentierte Messerstecher. Aber bitte, vielleicht täusche ich mich auch da. Wenn ihr euch da besser fühlt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, liebe Bento-Reaktion. Und keine Sorge, bei mir kann man drunter kommentieren. Ja, dann, was haben wir hier noch? Ja, vielleicht Taugenichts, vielleicht war das auch das Problem, ne? Also darf man vielleicht auch nicht verwenden, das Wort, keine Ahnung. Bevor ich jetzt hier jedes Wort einzeln abklappere, ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Die Wörter sind völlig legitim, die in dem Zusammenhang zu benutzen. Ja, die nordafrikanischen Domplattentänzer, glaube ich, weiß auch jeder, wer oder was damit gemeint ist. Ja, das sind alles so Sachen, kann ich nur sagen, wenn das das Schlimmste ist, was das rechte politische Spektrum aktuell an Vokabular aufzubieten hat, dann brauchen wir uns absolut keine Sorgen zu machen, dass wir irgendwann in ein viertes Reich hineinschlittern. Denn mit so harmlosen Formulierungen fangen wir jedenfalls keinen politischen Umsturz von rechts mehr an. Also jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Das ist wirklich, also, ja, ihr seid einfach nur hysterisch, liebe Leute von Bento aus meiner Sicht. Aber naja, mal sehen, was für weitere schreckliche Folgen das Ganze jetzt noch hat. Gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Welche Macht hat Sprache? Mein Name ist David Mayonga. Ich bin Musiker und Produzent aus München. Ich habe ein Buch geschrieben und bin demzufolge ein Buchautor. Ich bin auch Pädagoge und Radiomoderator. Aber das war's. Mir ist klar, dass Sprache eine unglaubliche Macht hat. Und ich finde es schlimm, wenn Menschen sich dieser Macht nicht bewusst sind. Und deswegen setze ich mich damit täglich auseinander. Ich war auf einem AfD-Info-Stammtisch und dann sagt er, wie lange wollen wir uns das in Deutschland noch bieten lassen? Und dann sagt jemand anders, bis wir mit dem Knüppel da rausrennen. Und dieser Satz, er hat nicht die Leute aufgerufen, jetzt mit dem Knüppel rauszurennen, aber er hat die Möglichkeit in den Raum gestellt. Das ist, glaube ich, genau die Art und Weise, wie man Handlungen provozieren kann. Oh Mann, Herr Mayonga, wollen Sie vielleicht noch ein bisschen dramatischer werden? Ja klar, was irgendein No-Name vielleicht, ich kann es ja nicht überprüfen, auf irgendeinem AfD-Stammtisch mal zu irgendjemand anderem gesagt hat, ob besoffen oder nüchtern, weiß ich in diesem Kontext by the way auch nicht. Ja, das ist natürlich repräsentativ für die politische Linie der AfD, ganz klar. Und es ist ja ganz fürchterlich. Und wenn einer dir auf die Frage, wie lange wir uns hier noch das Versagen des Rechtsstaates, die Messerkultur, die Vergewaltigungsepidemie und dergleichen noch antun wollen, bis wir mit dem Knüppel da rausrennen, antwortet, dann gibt es für mich in diesem Kontext drei Möglichkeiten. Entweder der Typ, der das gesagt hat, war besoffen. Dann kann man sowieso nichts drauf geben. Oder aber der Typ meint das ernst und ist ein absoluter Vollidiot, auf dessen Meinung man sowieso nichts geben sollte. Oder drittens, er meint das sarkastisch und man sollte auch auf diese Antwort nichts geben. Ja, ganz simple Angelegenheit. Ja, ist doch wirklich, also wie lachhaft ist das bitte, dass wir jetzt hier einen riesen Fass aufmachen, nur weil irgendjemand irgendwann zu irgendwem anders so etwas gesagt hat. Ja, um Gottes Willen. Das ist doch so eine Angelegenheit, da muss man sich doch selber mal tatsächlich mal überprüfen, ob man nicht total humorbehindert ist, dass man bei so einer Antwort jetzt gleich einen riesen Fass aufmacht und reininterpretiert. Aber komm, es ist alleine, dass ich mich jetzt hier schon wieder so lange drüber aufrege, ist schon eigentlich lachhaft. Wir sind ja jetzt hier im Moment gerade mal bei 2,5 Minuten und ich bin schon ziemlich angepisst. Naja, gucken wir mal an, was er sonst noch sozusagen hat, der Herr Mayonga. Obwohl, bevor wir weitermachen, er hat übrigens ein Buch geschrieben. Das sagt er von sich selber auch, er ist Autor. Auch hier wieder eine riesige Anhäufung lauter anekdotischer Evidenzen, die wir immer jetzt alle glauben können oder auch nicht. Aber das nur mal so am Rande. Ja, dieser Typ verdient sich in Teilen seinen Lebensunterhalt wahrscheinlich damit, dass er über seine vermeintliche Diskriminierung rumheult. Also das nur mal so für den Hinterkopf. Also, machen wir mal weiter. Herr Mayonga, Sie dürfen fortfahren. Wenn ich sage, dass das eine Möglichkeit ist, es ist eine Möglichkeit, Menschen zu verletzen. Und das Erste, was passiert, ist, dass sie die Empathie verlieren, wenn jemand anderem tatsächlich etwas zustößt. Der Zweite wird sein, dass man etwas tut. Sprache kann sehr wohl Taten folgen lassen. Man darf das nicht verharmlosen. Es ist den Leuten auch ganz bewusst, was sie da vorbereiten, in meinen Augen.
Oh, da habe ich ja jetzt glatt den dramatischsten Teil deiner Aussagen beim ersten Statement noch weggeschnitten. Es tut mir leid, jetzt habe ich den ganzen Spannungsbogen kaputt gemacht. Das ist ja fürchterlich. Okay, also, ja, natürlich, die bereiten jetzt hier ganz klar vor, dass wir zu politischer Gewalt greifen werden. Natürlich, klar, indem man irgendwo auf dem Stammtisch irgendwem irgendwas sagt, was mit Gewalt zu tun haben könnte. Ja, es geht nicht darum, dass man das verharmlost. Natürlich, nochmal, wenn das jemand ernst meint, was er da sagt, dann sollte man sich dessen bewusst sein und entsprechend vorsichtig im Umgang mit solchen Leuten sein. Wenn jemand sagt, tatsächlich ernst gemeint, wir sollten Andersdenkende Lager sperren oder wir sollten Andersdenkende verprügeln oder wir sollten Andersdenkende umbringen, dann ist zum einen eine Distanzierung angesagt und zum anderen sollte man auch möglichst diese Leute entweder aus der Partei ausschließen oder sie zumindest innerhalb einer Partei meinungstechnisch isolieren. Das findet aber ganz automatisch statt. Und so bilden sich im Übrigen auch immer Flügel innerhalb von Parteien. Es ist völlig normal, dass es einfach gewissen Dissens bei gewissen Themen gibt. Übrigens, gerade was denn das Thema Empathieverlust angeht, ich glaube, ich habe noch nie eine derart empathielose Berichterstattung gesehen, wie zum Fall Magnitz. Ja, da hat es nämlich mal den, in Anführungszeichen, Richtigen getroffen, als der von irgendwelchen Vollidioten damals vermöbelt worden ist. Da habt ihr relativ schnell die Empathie verloren, da haben es ja aber auch nur Rechte abgekriegt, die Gewalt. Ja, also da möchte ich jetzt nur mal so drauf hinweisen. Ja, also ich sag mal, Empathieverlust, das gibt's auf beiden Seiten, es ist auf beiden Seiten absolut ekelhaft. Aber das ist eben so eine Sache, die Zeiten werden nun mal rauer. Wir müssen uns dran gewöhnen, die Gesellschaft wird sich mit steigender Problemlage auch noch immer weiter spalten. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Nehmen wir das Ganze hin wie richtige Demokraten und lassen einen Meinungsaustausch zu? Oder aber rennen wir kreischend in einem Kreis herum wie kleine japanische Schulmädchen und fangen an, hastig irgendwelche Begrifflichkeiten zu Voldemort zu erklären, in der Hoffnung, dass man quasi, wenn man die Worte verbietet, man auch die Gedanken verbietet. Das ist die gängige Vorgehensweise der Vertreter des hartlinken politischen Spektrums. Man versucht, den Rahmen des Sagbaren immer enger zu ziehen, um unliebsame Meinungen immer weiter in die Illegalität zu drängen. Also das habe ich jetzt, glaube ich, schon zur Genüge ausformuliert. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Jetzt, glaube ich, kommt ja noch der zweite Partner dieses Videos dran. Wollen wir mal anhören, was der uns zu sagen hat. Moin, ich bin Toke Hoffmeister, Sprachwissenschaftler an der Uni Kiel. Dort forsche ich über den Zusammenhang von Sprache und Öffentlichkeit beziehungsweise über die Wahrnehmung von Sprache in der Öffentlichkeit. Worte prägen die Einstellung von Menschen in ganz essentiellem Maße. Asyltourismus höre ich. Tourismus ist eigentlich irgendetwas, was man freiwillig tut, was man auch nicht unbedingt tun musste. Also muss man Asyl eigentlich auch nicht unbedingt beantragen oder so. Deswegen finde ich das auch schlecht. So, das wäre dann so ein Verhalten, was daraus dann resultiert. Und im schlimmsten Falle sogar dann ein konkretes Verhalten, dass man sagt, okay, man läuft jetzt umher und demonstriert dagegen. Das wäre fast noch der beste Fall. Oder es könnte eben auch noch schlimmere Konsequenzen, also Handlungskonsequenzen dann haben. Ja, soweit also zu seinem Statement. Ja klar, Asyltourismus, können wir uns jetzt drüber streiten, wie zutreffend oder wie unzutreffend der Begriff ist. In jedem Fall brandmarkt dieses Wort die systematische Ausnutzung unseres Asylrechts, um in Deutschland als Ortsfremder ein besseres Leben zu haben. Ja, was eben kein Menschenrecht ist. Es gibt keinen Anspruch auf ein besseres Leben. Ja, nur weil man im eigenen Land keine Perspektive hat, berechtigt das nicht dazu, seinen Wohnort zu wechseln, um in einem anderen Land dann Asyl zu beantragen, um sich dann dort auf Kosten der Sozialkassen des jeweiligen Landes durchfüttern zu lassen. So ist das nun mal. Das kann man jetzt total kacke und unmenschlich finden, aber so ist das nun mal organisiert. By the way, wäre ja nicht einmal Krieg ein Asylgrund bei uns. Ja, aber trotzdem, die Leute kommen hierher, nutzen aus, dass wir aktuell überhaupt nicht auf unsere Rechtslage achten, sondern die Menschen einfach so aufnehmen und werden sich da entsprechend dann auf unsere Kosten dann ein relativ schönes Leben machen, verglichen mit dem, was sie vorher vielleicht in ihrer Heimat gehabt hätten. Ja, das geht eben vielen Leuten zunehmend gegen den Strich, vor allem der arbeitenden Bevölkerung, die diese ganzen Bums hier finanzieren müssen. Und am Ende nehmen die ja sogar noch ihr Demonstrationsrecht wahr. Das ist ja fürchterlich, Herr Hoffmeister. Das ist ja grauenvoll. Ja, Leute, die demonstrieren gehen, weil sie eine bestimmte Sache nicht gut finden. Boah, Wahnsinn. Na, ich verstehe es, dass du es missbilligst, wenn da Leute illegale Handlungen vollziehen und Asylbewerberheime anzünden. Das tue ich genauso wie du. Aber solange die Leute im Rahmen des Legalen bleiben, ist das vollkommen legitim. Und das muss eine Demokratie auch aushalten, dass es Menschen gibt, die eben vielleicht dem Mainstream oder zumindest der veröffentlichten Meinung, nenne ich es jetzt mal, dem Ganzen widersprechen. So ist das nun mal. Und ich meine, gerade in der Wissenschaft, in der sie ja tätig sind, müssten sie ja eigentlich genauso gut wissen wie ich, dass Kontroverse
das ist, was uns voranbringt und nicht, ich sag jetzt mal, Kreiswichsen im wissenschaftlichen Sinne, ja, indem sich alle in ihrer Meinung oder in ihren Ansichten bestätigen, sondern Kontroversen bringen uns voran und die müssen wir als Demokraten nun mal aushalten. Aber gut, jetzt gehen wir mal weiter und schauen uns da noch an, was da sonst noch kommt. Neben den gezielt eingesetzten Tabubrüchen werden auch alltägliche Begriffe umgedeutet und genutzt. Worte wie etwa Kultur oder Heimat bekommen bei neurechten Strömungen einen ausschließenden und rassistischen Charakter. Eine fremde Religion, eine fremde Kultur und eine fremde Macht verschafft und Halt im eigenen findet. Die alle Völker und Kulturen zerstört hat. Für die Wiederherstellung der Heimat. Der große Austausch. Wir sollten uns von einer Wortwahl fernhalten, die eine Kriminalisierung aller Migranten enthielte. Bewusst harmlos klingende Alltagsbegriffe werden zu Kampfbegriffen, erzeugen Ausgrenzung und Opferrollen. Wie gelingt dies und welche Folgen hat es? Ach du liebe Zeit. Okay, erstmal vielleicht ein paar grundlegende Dinge. Also Sprache verhält sich ja nicht statisch, sondern Sprache ist ja durchaus flexibel und natürlich ändert sich die Bedeutung mancher Begrifflichkeiten auch. Deswegen werde ich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Wikipedia-Definitionen ankommen. Aber Begriffe wie Heimat und Kultur sind ausschließende Begriffe. Die Heimat ist nicht bei jedem gleich. Ja? Auch Kultur ist nicht gleich. Also kommt ja darauf an, in welchem Kontext man das Wort Kultur benutzt. Wenn es heißt, wir müssen unsere Kultur schützen, wenn das jemand in Deutschland sagt, dann ist es ja wohl klar, dass in diesem Kontext die deutsche Kultur gemeint ist. Und nicht die arabische, nicht die türkische Kultur, nicht die französische und auch nicht die spanische, sondern die deutsche Kultur soll geschützt werden. Ja, und da wird es immer Leute geben, die dazugehören, die sich diesem Kulturkreis auch zugehörig fühlen. Und es wird immer Leute geben, die nicht dazugehören. Das ist bei vielen Begriffen so. Ist auch bei Heimat so. Ja, für den einen ist Dortmund seine Heimat, ist aber nicht meine Heimat zum Beispiel. Ja, meine Heimat wäre München. Gut, wenn wir den Rahmen größer ziehen würden und sagen würden, ja, unsere Heimat ist Deutschland, dann wären wir wieder auf einem Nenner. Aber je nachdem, wie wir die Begriffe verwenden, werden wir natürlich immer unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Wenn natürlich irgendwann mal ein Witzbold hergeht und sagt, die Welt oder die Erde ist unsere Heimat, dann mag das vielleicht zutreffend sein, aber dann ist der Begriff Heimat in diesem Kontext auch völlig wertlos. Der Begriff Heimat in diesem Kontext lebt davon, dass er Ausschlüsse schafft, dass er Leuten ihre Heimat zuspricht und anderen wiederum ihre Heimat abspricht. Ja, wenn jemand sagt, meine Heimat ist Deutschland, dann wird es auch genügend Leute geben, deren Heimat jetzt gerade nicht Deutschland ist. Ich komme mir vor, als ob ich das einem Fünftklässler oder Sechstklässler erklären müsste. Ich habe eigentlich keinen Bock, hier Deutschunterricht zu machen. Ich weiß, was euch daran stört. Euch stört es, dass man die Begriffe Heimat und Kultur, die ihr ja grundsätzlich eher als bedenklich befindet, dass die jetzt wieder verwendet werden, dass die jetzt wieder politische Bedeutung bekommen. Nachdem man ja hier jahrzehntelang versucht hat, alle patriotischen und heimatliebenden Strömungen abzutöten. Ja? Jetzt kommen diese Begrifflichkeiten eben wieder und jetzt geht eben wieder dieser Kampf um die Deutungshoheit los. Ja, ich weiß, das ist anstrengend. Das ist sehr anstrengend, aber es ist eben auch notwendig. Ja, und ich weiß, das ist dann nervig und das muss nicht sein und es wäre doch viel besser, wenn man diese Begrifflichkeiten dann einfach mit irgendeinem negativen Assoziationsbeigeschmack versehen würde, aber das wird eben nicht funktionieren. Sorry, ist jetzt einfach im heutigen Kontext so nicht mehr machbar. Also, ja, und dann noch hier wieder die Aufmärsche, sage ich jetzt auch schon das Wort, die Demonstrationen von Pegida, glaube ich, war doch Pegida, oder? Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Ja, wow, das ist eine wahnsinnig unmenschliche Forderung. Wer sich mit Deutschland nicht identifiziert, wer in Deutschland eigentlich nicht leben möchte oder Deutschland scheiße findet, der soll Deutschland verlassen. Ja, Wahnsinn. Was für eine schreckliche, menschenverachtende Forderung. Ja, wer sich hier quasi nur hinsetzt, um auf unsere Kosten, auf Kosten unserer Sozialkassen ein schönes Leben zu haben, aber Deutschland im Herzen verachtet, dass man diese Leute ablehnt. Ja, um Gottes Willen. Ganz fürchterlich. Also Leute, ich gehe nachher auch zum Beichten, weil ich so schreckliche Gedanken habe oder so schreckliche Gedanken stellenweise teile. Gut. Aber jetzt mal sehen, kommt jetzt noch irgendwas Bedeutsames, da wird jetzt doch sicherlich der Sprachwissenschaftler noch seinen Senf dazu abgeben. Da kann man doch drauf wetten. Was zeichnet die Sprache der neuen Rechten aus? Dass sie versucht, alltägliche Begriffe, die in jedermanns oder auch jeder Fraus Gedächtnis
vorhanden sind, neu zu besetzen. Also es findet eine Art semantischer Kampf statt, so nennen wir das in der Sprachwissenschaft. Wenn die sagen Kultur, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und jeder aber was anderes. Aber irgendwie das, was uns wichtig ist. Die benutzen es, lassen die Zuhörer das befüllen mit auch was auch immer sie denken und sagen ihnen dann, wir schützen das. Was auch immer du da reinfüllst, wir schützen das. Wie kann etwas in Gefahr sein, was sich ständig wandelt mit uns allen? So, es funktioniert nur, wenn ich es eben verkürze und so tue, als wäre es eine Uhr. Ja, dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass der semantische Kampf wieder losgeht und dass er zu einer demokratischen Gesellschaft auch dazugehört. Jetzt kurz noch zum Statement vom Herrn Mayonga. Es mag sein, dass der Begriff Kultur individuelle Erwartungen weckt, beziehungsweise die Leute vielleicht auch eigene Vorstellungen davon haben. Dennoch gibt es einen gewissen Konsens, was zu einer spezifischen Kultur dazugehört und was eben nicht dazugehört. Zur deutschen Kultur gehören zum Beispiel Fachwerkhäuser und das Oktoberfest. Was nicht dazugehört, sind zum Beispiel Animes oder die Praxis zu schächten, um Halalfleisch zu produzieren. Das gehört nicht dazu. So, jetzt sind vielleicht Animes für unsere Kultur weniger bedrohlich als die Praxis der Kinderheirat oder die Praxis des Schächtens. Ja, das sind eben so Dinge, die sich vielleicht mit unserer Gesellschaftsordnung weniger vereinbaren lassen. Das heißt eben nicht, dass wir uns abschotten müssen und alles Kulturfremde rausschmeißen müssen. Das ist völliger Unsinn. Es geht nur darum, dass man gewisse Dinge, die unsere Kultur ausmachen, eben schützt und vor allem aufpasst, dass von äußeren Einflüssen bedingt, schädliche Einflüsse möglicherweise, eben nicht unseren Kulturkreis nachhaltig verändern. Und ich würde wagen zu behaupten, dass zum Beispiel die Praxis der Kinderehe nicht mit unseren freiheitlich-demokratischen Grundprinzipien vereinbar ist. Nur mal so als Anregung, ja. Während wir zum Beispiel sehr gut damit leben können, dass Animes frei verkäuflich sind, ja. Wir sind ja ein Teil der japanischen Kultur und trotzdem sind wir noch nicht japanisiert, ja. Das ist ja so eine Sache, da muss man eben einfach ein bisschen differenzieren, wo wir was schützen, was wir möglicherweise aus unserer Gesellschaft vielleicht besser raushalten sollten. Aber ja, das würde wieder Differenziertheit erfordern und da bin ich mir nicht sicher, ob ihr die aufbringen könnt. Aber gut, jetzt mal sehen. Was sonst noch kommt, also ich meine, wir sind jetzt hier im Moment bei 5 Minuten, 3 Minuten haben wir noch circa. Mal gucken, wie es weitergeht. Diese Opferrolle, die die neuen Rechten sich selbst beimessen, die darf man eigentlich nicht zulassen, weil in unserem, das ist ja der große Vorteil, den wir in der Demokratie haben, da hat jeder die Möglichkeit, teilzuhaben. Man muss diese Möglichkeiten nur nutzen und sprachlich ist es letztlich auch so. Jeder hat die Möglichkeit, sprachlich teilzuhaben und sprachlich seine Gedanken und seine Ansprüche kundzutun. Man muss es dann eben nur auch tun, so dass auf eine faire Art und Weise letztlich und auf eine, die den gesellschaftlichen Regeln entspricht, die wir nicht umsonst haben in unserer Demokratie. Top! Großartig! Nee, sorry, wirklich, jetzt mal ganz unironisch. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Abgesehen vielleicht von einem kleinen Spielverderber, und zwar der alltägliche Umgang mit dissidenten Meinungen. Ich finde den Ansatz lobenswert, zu sagen, okay, wir haben eine völlig freie Teilhabe. Finde ich super. Dann frage ich mich aber erstens mal zwei Dinge. Erstens, wieso macht ihr dann überhaupt so ein Video, wenn ihr einseht, dass freie Teilhabe, gerade auch sprachlich bedingt, notwendig ist? Zweitens, wieso kann es dann immer noch sein, dass Leute in Deutschland ihren Job verlieren, weil sie zum Beispiel der AfD angehören oder der AfD nahestehen? Wie kann es sein, dass hier Leute ihre Lebensgrundlage stellenweise verlieren oder ihre Häuser mit Farbbomben beworfen werden, wenn sie gewissen politischen dissidenten Meinungen angehören? Das ist doch der Witz. Wir haben hier keinen fairen Meinungswettbewerb, zumindest bei weitem nicht so, wie wir ihn bräuchten, um demokratisch, freiheitlich auch mal tatsächlich über kontroverse Themen zu diskutieren. Es werden sich viele Leute zweimal überlegen, ob sie zu einer AfD-Demo gehen. Denn wenn sie da gesehen werden oder erkannt werden, kann es auch gut mal passieren, dass sie entweder ihren Job verlieren oder die Antifa bei ihnen vorbeischaut, wenn sie eine gewisse gesellschaftliche Position haben. Ja? Das sind alles so Dinge. Da kann ich nur sagen, da ist jetzt der Gedanke von dem Herrn Hofmeister absolut lobenswert und top und dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ja, dann würde sich auch die Opferrolle
teilweise auf rechter Seite ja auch wirklich erübrigen. Dann könnte man sagen, wir haben hier absolut faire Spielregeln. Solange wir das aber nicht haben und Leute eben auch tatsächlich dann zu Opfern werden, finde ich, ist es durchaus auch angebracht, darauf aufmerksam zu machen, dass Leute mit bestimmten Meinungen tatsächlich Opfer werden können. Das ist dann auch keine Opferrolle, wenn jemand das bemängelt, sondern da sind Opfer. Aber was erkläre ich euch? Das machen wir einfach mal weiter. Ich glaube, da wird jetzt noch mal ein bisschen was kommen. Was kann jede Einzelne und jeder Einzelne gegen einen Rechtsruck in der Sprache tun? Jeder Sprecher, jede Sprecherin kann auf jeden Fall auf seine eigene Sprache achten. Also gerade wenn es um solche Begriffe geht, die immer in gewissen Kontexten benutzt werden, da geht es dann eben darum, dass man sich dieser Kontexte bewusst ist erst einmal, aber vor allem sich dieser Kontext auch bewusst bleibt und immer wieder auch gucken, was ist eigentlich das, was die damit bewirken wollen, sozusagen mit dieser Sprache. Und versuchen, das eben zu dekodieren, indem man darauf achtet, wie wird denn so ein Begriff jetzt eigentlich gerade benutzt? Drückt er etwas aus, was individuell festgelegt wird? Oder drückt er einen politischen Anspruch aus beispielsweise? Und wenn ja, was für einen politischen Anspruch drückt er aus? Drückt er einen inkludierenden Anspruch vielleicht aus und sagt, okay, Heimat, das ist etwas, was uns alle betrifft, wir sind eine Gemeinschaft? Oder ist Heimat irgendwie etwas, was ein Wir versus ein Die irgendwie produziert, was gewisse Bevölkerungsgruppen ausschließt? Ich glaube, man kann sorgsam mit der Sprache umgehen, die man selber tätigt, mit den Worten, die man aussendet. Und man kann sehr gut im nächsten Kreis der Menschen, die man erreicht, darauf achten, wie dort Sprache verwendet wird. Das heißt, es hat nichts zu tun mit Sprachpolizei, überhaupt nicht. Aber es hat was damit zu tun, dass man den Menschen mitteilt oder Feedback gibt. Meistens erreicht man eben nicht die neue Rechte direkt damit. Aber du erreichst Menschen, die einfach nur aus Unreflektiertheit eine Sache oder eine Art der Sprache als Normalität angenommen haben, die nicht normal ist. So eine rassistische Tendenz in der Sprache. Man hat oft das Gefühl, das betrifft nur Leute wie mich, aber es betrifft uns alle, weil es unsere gemeinsame Gesellschaft verändert und den Diskurs innerhalb unserer Gesellschaft verändert. Deswegen, finde ich, fängt es genau bei diesen kleinen Sachen an. Genau bei, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, so. So, warum? Das sagt ja niemand, warum man das noch sagen dürfen wird. Wir leben in unserem Land. Ich aber auch. Nein, 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 das ist absolut keine Sprachpolizei. Nein, das ist also, du wirst nicht verhaftet, also noch. Du wirst einfach nur gegängelt von deinen entsprechenden Gesprächspartnern, doch bestimmte Wörter doch bitte nicht mehr zu verwenden. Das machen die immer wieder und immer wieder aufs Neue. Bitte, das könnt ihr machen. Ich werde diese Begriffe aber dennoch weiterverwenden, so wie die meisten Leute auch, weil sie absolut normal sind. Ja, das mag aus deiner Sicht nicht normal sein, aus meiner Sicht ist es normal, zum Beispiel zu einem Schwarzen durchaus auch mal Neger zu sagen. Ah, das ist total verletzend. Nein, ist es nicht. Es ist ein völlig normaler Begriff. Das wäre was anderes, wenn ich zum Beispiel Nigger sagen würde. Ja, das wäre eine ganz klar negative Konnotation. Das ist im Prinzip so, wie wenn jemand zu mir Scheißdeutscher sagt oder Köterrasse zur deutschen Rasse sagt. Ja, das wäre wiederum was anderes. Aber, wie wir gelernt haben, in Deutschland darf man das deutsche Volk auch als Köterrasse betiteln. Ja? Warum soll ich dann zu einem Schwarzen nicht Neger sagen dürfen, was nicht mal eine negative Konnotation hat? Das sind alles so Sachen. Ja, da geht ihr jedes Mal an die Decke und das ist, oh mein Gott, warum verwendest du solche Begriffe? Ja, weil ich keinen Bock habe, mir ein Wörterbuch zuzulegen, wo dann dort steht, was ich alles nicht mehr benutzen darf, um mir stattdessen euren völlig geistig degenerierten Neusprech anzugewöhnen. Lebt damit, dass Begrifflichkeiten sich zum einen wandeln können und zum anderen ihr nicht die Kontrolle darüber habt, was andere Leute sagen und denken. Und ihr solltet sie auch, by the way, überhaupt nicht haben. Denn das ist nicht vereinbar mit den freiheitlichen Grundprinzipien einer Gesellschaft, die auf Meinungsaustausch, auf Meinungspluralismus ausgelegt ist. Ja, weil ansonsten werden hier die Buchstaben SED in meinem Kopf gerade immer, immer größer. Aber gut, ich habe mich jetzt auch, glaube ich, genug darüber aufgeregt. Es ist ganz klar wieder mal zu erkennen, welche Richtung das hier geht. Ich verstehe, dass man vielleicht gewissen Begrifflichkeiten skeptisch oder negativ gegenübersteht, dass man sagt, ich selber würde diese Begriffe nicht verwenden, aber man sollte sie dennoch verwenden dürfen, solange man eben nicht seine Argumentation alleine auf provokativen Begriffen und Wörtern aufbaut, ja.
Das ist ein rhetorisches Stilmittel, die Provokation. Aber es darf eben keine Argumente ersetzen. Ja? Ich kann auch jemanden die ganze Zeit durchbeleidigen, theoretisch. Ja? Aber solange ich keine Argumente bringe, habe ich den anderen in diesem Kontext einfach nur durchbeleidigt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Wenn ich aber jemanden argumentativ zerlege und ihn dabei durchbeleidige, kann man sagen, du hast dich unhöflich ausgedrückt oder ich finde deine Wortwahl unangemessen. Aber das ändert nichts an der Argumentation dahinter. Ich glaube, es ist jetzt klar rübergekommen, was ich damit meine. So, jetzt aber auch genug, das Video geht ja schon wieder wirklich viel zu lange. Das war jetzt also das letzte Video aus der Reihe von Nach den Rechten sehen. Die E-Mail-Adresse und so weiter, die, glaube ich, findet man dann hier noch irgendwo in der Videobeschreibung oder was. Falls euch das interessiert und ihr denen unbedingt mal eine freundliche Mail schicken wollt. Und ja, ansonsten, glaube ich, bin ich damit für heute durch. Ich muss mir jetzt erstmal was zum Trinken holen, im ganz trockenen Hals hier vom ganzen Gelaber. Und ja, wir hören oder sehen uns dann mal wieder bei Gelegenheit und mal gucken, wann ich mal wieder das nächste Mal was finde, beziehungsweise Motivation dafür finde. Und in diesem Sinne, ja, macht's gut, passt auf euch auf, servus und ciao.